Aufgepasst, der Bär ist los. Schreckmoment im Nordwesten Chinas. Polizei und Feuerwehr werden zur Farm eines Schäfers gerufen. Ein Braunbär treibt auf dem Hof sein Unwesen. Ein verwundetes Pferd lehnt verängstigt an der Stallwand. Während Farmtiere und Anwohner in Sicherheit gebracht werden, versuchen die Einsatzkräfte, den Bären mit einem Seil zu fangen. Nicht gerade das richtige Equipment. Ein ausgewachsener Braunbär ist ein gefährlicher Gegner, eines der größten an Land lebenden Raubtiere. Männchen bringen je nach Jahreszeit bis zu 750 stramme Kilo auf die Waage. Dazu die Bewaffnung mit bis zu 10 cm langen Klauen. Im Sprint bringt der Braunbär auf bis zu 56 km pro Stunde. Das schaffen nicht mal die meisten Rennpferde. Und dann passiert es. Diese geballte Bärenpower geht jetzt auf die Menschen los. Mit gewaltigen Sätzen ist er auf dem Dach und jagt die Einsatzkräfte. Es hilft nur Flucht und Deckung. Medienberichten zufolge können die Männer den aggressiven Braunbären nach 6 Stunden Einsatz mit lauten Geräuschen vom Hof vertreiben. Außer dem Pferd wurde niemand verletzt.